Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Sims 4 Folge. Ja, die letzte Folge war ja irgendwie nicht ganz so erfolgreich in Sachen Fallaufklärung, weil irgendwie keine der verhafteten Personen dann auch wirklich auf dem Polizeipräsidium erschienen ist. Das war ein bisschen blöd, die Sache. Was haben wir denn hier hinten? Geheimen Blumentreff oder was? So, bitte einmal Outfit ändern auf die Alltagskleidung. Ich nehme jetzt mal drei. Okay, das war die hier. Okay, kann Emi hier eigentlich noch irgendwas an den Blümchen machen? Düngen. Sprechen. 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 Momentan nichts Besonderes. Ich habe mir überlegt, ich möchte euch heute mal ein bisschen was zeigen. Aus den Ändern, denn ich habe wieder eine neue Frisur runtergeladen, die so in dem ursprünglicheren Sims-Stil ist. Ich habe auch einige neue Klamotten runtergeladen und ich bin ja mal gefragt worden, ob ich nicht mal immer was zeigen kann, wenn ich mir was runterlade. Und ich habe mir gestern recht viele runtergeladen. Deswegen möchte ich es euch zeigen. Ich weiß die Namen nicht von den Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich kann euch sagen, ich habe sie ausschließlich alle auf, also komplett alle auf The Sims Resource gefunden. Da könnt ihr die alle finden. Ich möchte jetzt hier zum Beispiel mal schauen. Ich hätte mir irgendwas Neues runtergeladen. Nee, das war nicht das, was ich wollte. Hier, Gesichtsbemalung. Ich hatte mir nämlich irgendwo noch neue Augen runtergeladen. Oder? Hatte ich das? Nee, hatte ich anscheinend doch nicht. Okay, aber ich möchte euch jetzt mal die neue Frisur zeigen. Ich muss sie nur mal eben raussuchen. Die hier hatte ich euch ja letzte Woche schon gezeigt. Jetzt habe ich die hier noch neu. Die finde ich persönlich auch richtig, richtig, richtig Hammer. Die finde ich so schön. Also ganz, ganz klasse. Ich werde es jetzt trotzdem erstmal bei der anderen Frisur belassen. Wie sehen die aus auf ihr? Nee, wir lassen es jetzt erstmal bei der hier. Bei der hier. Wenn ihr aber sagt, die neue Frisur oder auch die andere mit dem Pony gefällt euch so gut, dass ich die nehmen soll, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen, dann können wir das ändern. Das war es aber bei den Frisuren eigentlich schon. Gucken wir mal noch eben durch, was ich mir hier an den Klamotten Neues runtergeladen habe. Sie kann jetzt eine Polizeiuniform tragen durch ihren Göttergatten. Oh, ich wollte sie nicht ausziehen. Sorry. Oh Gott, die Arme. Jetzt muss ich erstmal schauen. Das hier habe ich mir runtergeladen. Das ist aber eher so als Pyjama, hatte ich das jetzt gesehen. Aber das ist schade, das ist so glänzig. Eigentlich sollte das nicht glänzig sein. Von daher fällt es bei mir schon wieder raus. Das sieht dann nichts aus. Das ist jetzt so auch so mein erster Test. Ich habe mir die Sachen sehr beim Spiel noch nicht angeguckt. Das hier habe ich mir auch runtergeladen. Gibt es in den verschiedensten Farben, finde ich auch sehr, sehr, sehr schön. Dieses Petrol, das steht hier sogar echt gut, muss ich sagen. Also wie gesagt, alles, was ich euch jetzt zeige, gefunden auf The Sims Resource. Das hatte ich euch schon mal gezeigt, das Blümchentop. Warum auch immer das hier bei den Tops dabei ist, das hier ist eigentlich ein neuer Bikini, sollte das sein. Ich glaube, ich hatte mir einige neue Outfits als solche runtergeladen. Hatte ich auch eine neue Hose? Guck dir mal da, wie ich lade mir was runter und am nächsten Tag weiß ich schon nicht mehr was. Ja, das hier ist die Hose zu dem einen Oberteil, was ich euch eben gezeigt habe. Die glänzt nicht so. Also so sollte das eigentlich aussehen. Schade, dass es nicht ohne glänzende Abläufe. Ich dachte, das ist so zum Schlafen, so eine ganz schöne, süße Pyjama-Hose. Hatte ich mir sonst noch was runtergeladen? Nee, ne? Ich glaube. Wo war die denn bei? Die habe ich mir nämlich definitiv so nicht runtergeladen. Ja, ist schon mal interessant, was man so findet. Die war ja im Spiel drin, genau. Guck mal jetzt mal bei den Outfits durch. Das hier ist nicht runtergeladen, das war so im Spiel. Ist gar nicht so leicht, manchmal die Sachen wiederzufinden. Das war bei Gartenaccessoires.
Das hier habe ich mal runtergeladen, aber ich dachte, dass das hier ein einzelnes Oberteil wäre. Das hat mir nämlich in Schwarz sehr gut gefallen. Schade, dass da diese komische Hose noch dabei ist. Das finde ich wirklich ein bisschen schade. Mit der Jeans wirkt das schon wieder anders. Da wirkt das schon wieder besser irgendwie. Dieses Kleid hier finde ich auch ganz cool, wobei es ihr wieder ein bisschen breite Hüften macht, muss ich sagen. Da muss der Sinn schon extrem schlank für sein. Oh Gott, das habe ich auch schon ewig. Das sieht aber bei ihr ganz, ganz schlimm aus auch. Das habe ich auch irgendwo auf The Sims Resource gefunden. Genauso wie das hier. So wie eine Bluse. Das gefiel mir in dieser Farbe sehr, sehr gut. Nicht unbedingt an ihr. Da finde ich jetzt keine Farben, außer die hier, die geht. Aber die hier, die gefällt mir sonst sehr gut. Aber wie gesagt, nicht unbedingt an ihr. Dann hatte ich mir einen neuen Bikini runtergeladen. Dann habe ich mir dieses Outfit hier runtergeladen. Das fand ich in diesem Rot hier total toll. Gibt leider so ein bisschen Grafikbugs, muss ich hier feststellen. Das ist natürlich schade. Das hier ist auch neu. Das fand ich auch sehr, sehr hübsch. Gut, das hier jetzt ist vielleicht nicht so toll. Aber solche Farbvarianten hier zum Beispiel, das gefällt mir sehr gut. Oh, hier haben wir auch einen kleinen Grafikfehler. Sind die Brüste zu groß, liebe Victoria? Das hier weiß ich auch nicht, wo ich mir oder wann ich mir das runtergeladen habe. Da muss ich auch passen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Hier sind so einige Sachen, weil da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, die runtergeladen zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hier ist auch von The Sims Resource. So richtig glitzeriges Kleid fand ich in diesem Goldton hier ganz cool. Nee, das hier. Habe ich mir auch gestern runtergeladen auf The Sims Resource. Das hier habe ich mir auch da geholt. Also ihr seht, ich habe viel in Richtung Kleider mir runtergeladen. Weil ich einfach da momentan nicht so überzeugt bin von der Auswahl, die es gibt. Das hier fand ich auch sehr süß. Wobei das an ihr auch nicht unbedingt so toll aussieht, muss ich sagen. Hier gibt es auch wieder Schöneres. Das hier habe ich mir auch runtergeladen. Auch hier, sie hat da irgendwie. Sie hat ein bisschen zu wenig Taille dafür. Kann das sein? Das hier habe ich mir auch noch runtergeladen. Das fand ich ganz süß. Und das war's auch hier. Ich mache jetzt hier erstmal wieder das Outfit rückgängig, weil ich will das ja nicht ändern. Jetzt muss ich hier. So. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, ob ihr das gut findet, wenn ich euch mal zeige, was ich mir so neu runtergeladen habe, damit ihr so ein bisschen auf dem Laufenden seid. Oder ob ihr sagt, nee, das interessiert uns jetzt gar nicht unbedingt so. Lasst das mal. Die anderen Sachen kann ich euch leider gar nicht zeigen. Das sind Skintones, die ich mir runtergeladen habe. Also die das komplette Gesicht beeinflussen. Ich glaube zumindest, dass ich sie euch so nicht zeigen kann. Da müsste ich jetzt nochmal eben raus. Warum gehe ich nicht überhaupt nochmal raus über Abbrechen? Dim, 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 dim. Dann kann ich jetzt gleich mal gucken, ob ich dann im Create-a-Sim-Mode euch auch mal noch eben fix die anderen Skintones zeigen kann. Obwohl, ich lasse das jetzt erstmal. Schreibt mir erstmal in die Kommentare, ob euch das überhaupt interessiert. Ob ihr das überhaupt weiterhin immer mal wieder sehen möchtet, so als Update. Ich mache das, werde das wenn dann immer nur machen, wenn ich ein bisschen mehr zusammen habe. Und nicht wirklich für jeden Download. Das wären ja auch blöde. Oder ob ihr das gar nicht sehen wollt, ab in die Kommentare damit. Auch ab in die Kommentare wegen der Frisur. Jetzt muss ich natürlich mal was ausprobieren. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich noch mal kurz in den Modus, weil ich möchte nämlich jetzt Emi definitiv bei einem Outfit eine der beiden neuen Frisuren mit dem Pony verpassen. Also wenn das nicht ganz dämlich aussieht an ihr, was ich mir nicht vorstellen kann, dann würde ich das unheimlich gerne machen. So, müssen wir noch mal schauen, bei welchem Outfit. Bei dem hier sehen eigentlich die Zöpfe ganz schön aus und ich glaube, ich würde mich killen, wenn ich die mir noch einen wegmache. Ja, hier habe ich jetzt auch die Zöpfe. Wenn ich jetzt hier natürlich eine andere Frisur nehme, dann fällt das nicht großartig auf. Aber es ist ganz süß. Komm, gucken wir noch mal bei dem Outfit, was da die Frisuren so sagen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Hier ist die eine.
Sieht eher aus wie die erwachsene Emi, finde ich. Nicht wie die Teenager-Emi. Boah, das ist richtig Hammer. Die Frisur, die nehmen wir hier. Die nehmen wir. Das gefällt mir. Aber wollen wir hier nicht mal eben noch gucken wegen dem Outfit? Müssen wir vielleicht mal, was heißt wegen dem Outfit? Wegen einem anderen Top, dass wir da was anderes nehmen? Schade, dass das so blöd auf, auf der Hose abschließt. Aber das könnte. Mal eben fix hier schauen nach der Kette. Da hatte ich nämlich jetzt auch genau die hier runtergeladen. In diesem Silber, dem Anthrazit und dem Gold. Das Gold finde ich dazu ganz hübsch. Die Hose finde ich nicht ganz so passend. Wollen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwas finden, was vielleicht anders geschnitten ist? Mit der Hose wirkt das schon wieder gleich ganz anders. Das sieht wieder blöd aus. Das ist so abgeschnitten. Nee, auch nicht. So einer könnte man das auch tragen, aber ich finde, das passt vom Stil her nicht. Nee. Das ist nicht derselbe Ton. Wird das schon eher gehen? Warte mal, haben wir die nicht auch im Beige? Nee, das sieht aber nichts aus. Okay, also... Ich finde, das sieht was aus zu dieser Hose hier. So, Umstyling. Neues Emi-Outfit mit neuer Emi-Frisur. Ich finde das Hammer. Es ist ein Traum. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Aber ich muss sagen, ich finde das klasse an ihr. So. Ja, was machen wir denn jetzt mal noch? Ich bin jetzt schon wieder so ewig lang hier am Zeigen und am Dran und am... Ja. Am Garten können wir ja gerade nichts machen. Haben wir ja eben gesehen. Da ist ja alles gemacht, was gemacht werden muss. Da ist ja alles top in Ordnung. Die Pflanzen lächeln über beide Backen. Oder Wangen. Könnt ihr euch aussuchen, ob vorne oder hinten. Ob sie vorne oder hinten lächeln. Was will der machen? Selbstsicher werden, okay. Na, 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 na. Ich will hier hinten mal... Ich muss ja echt mal Partybereich machen. Warum ist das Ding eigentlich schon wieder kaputt? Komm, das ersetzen wir jetzt. Na, 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 na. So, warte mal, was soll die machen? Eine Tür verschließen? Ach komm, nee. Schick jetzt erstmal eine SMS. Wehe dir, Spiel. Doch, sie kennt Hendrik noch. Das ist immerhin schon mal eine beruhigende Nachricht. Er kennt ihn doch auch noch. Ja, aber die können ihm momentan alle keine schreiben. Muss ich mal gucken. Ich bin ja auch nach wie vor immer noch am Überlegen, ob ich vielleicht hier mal das Spiel deinstallieren sollte und neu installieren sollte, weil ich keinen Plan habe. Stopp! Da steht doch noch was am Tisch. Oh, Emi. So. Ben hat sie schon schlafen. Ja, wenn du müde bist, dann hau dich doch richtig hin. Was will sie machen? Sie will sich die Hände... Warum wäschst du dir die Hände denn da hinten? Pappnase. Also ehrlich. Ich bin am Überlegen. Ich würde hier hinten ganz gerne noch irgendwas hinmachen. Ich finde, der Bereich hier, der sieht so kahl aus. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Eine Idee. So, und zwar mache ich da jetzt das da weg. Dann pflanze ich hier ein Bäumchen hin. Mach mal dann... Nee, eine Palme macht man nicht dahin. Soll schon was hin, worin man auch einen Baum wirklich erkennt. Und wenn es nur sowas ist, sowas Kleines, das ist mir auch schon wurscht. Hauptsache, es ist ein Bäumchen da. Eine Tanne. Oh, wir könnten auch mal eine Waldhütte bauen. Es gibt sowieso so viel, was ich bauen würde nochmal gerne. Aber ich bin ja momentan sowieso dran. So, und jetzt hätte ich gerne...
So. Finde ich jetzt irgendwie schöner. So ist da wenigstens, wie gesagt, noch ein kleines bisschen was nicht nur schlicht, einfach nur Boden. Was macht Emi? Schaut Emi den Kinderkanal? Ja, gut. Ich gucke ja auch ab und an schon mal ganz gerne so, was gucke ich dann noch gerne von an Kinderserien, die es noch so gibt? Was ich ab und an echt ultra gerne gucke, ist tatsächlich Phineas und Ferb. Das finde ich klasse. Das finde ich einfach nur herrlich. Ich könnte mich jedes Mal beömmeln, wenn dann die Candace wieder ankommt und dann, Mom! Und dann freut sie sich wieder, wenn sie hofft, dass irgendein Plan aufgeht. Dann kommt immer dieses Die lacht immer so lustig. Ach, Candace ist klasse. Phineas und Ferb ist klasse. Gibt es da auch noch so Serien, an die auch schon älter sind, wo ihr sagt, das ist ja im Kinderprogramm, aber wisst ihr was? Rutscht mir mal den Buckel runter. Da bin ich gerne noch mal Kind. Würde mich mal interessieren. So, Victoria schicken wir jetzt aufs Klöchen. So, verwenden. Und dann ins Bett. Ja. Und da hat Emi ausgelacht. Ja, aus Klo muss er auch noch. Aber stopp. Da ist Victoria gerade drauf. Warte doch ein Minütchen. Jetzt kannst du. Nu kannst du. Ach ja, übrigens. Momentan habe ich echt so viel um die Ohren. Andauernd geht irgendwas nicht, weil es ist sonst irgendwas. Dass ich gar nicht mehr zu den Sim-News komme. Deswegen jetzt mal ganz kurz. Es kam jetzt eine Vermutung, dass Zeit für Freunde am 12. November rauskommt. Weil in der ersten Novemberwoche und in der dritten Novemberwoche zwei andere EA-Spiele rauskommen. Und da es ja unwahrscheinlich ist, dass EA zwei Spiele an einem Tag released, verflixt, kam dann eben die Vermutung, oder wurde die Vermutung laut, dass Sims dann eben am 12. oder in der letzten Woche erscheint. Lassen wir uns mal überraschen. Und übrigens überraschen. ich würde jetzt einfach mal sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Ich hoffe, ihr fandet es nicht schlimm, wenn wir jetzt nicht großartig was gespielt haben. Morgen geht es ja im Baumhaus weiter. Aber, oh Gott, ich sehe schon kommen, ihr schreibt mir unheimlich viele Kommentare heute. Denn schreibt mir doch einfach mal, was ihr euch für die nächste Sims-Folge wünscht. Was sollen wir denn da machen? Dann gucke ich mal, dass ich da was rauspicke aus euren ganzen Vorschlägen. Und so, öffnen, was ist da noch drin? Ein Gartensalat zum Frühstück. Salat geht immer. Ja, und dann picke ich mir da was von euren Vorschlägen raus und dann machen wir das einfach übermorgen mal. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Apropos, morgen wieder hören, morgen kommen ja wieder Grüße, aber bitte schreibt noch keine Grüße. Meine Liste ist noch voll, ich arbeite die weiterhin noch ab. Wie gesagt, ich gebe euch Bescheid, sobald ich wieder neue Grüße aufnehme. Und das soll es dann auch wirklich gewesen sein für heute. Ich wünsche euch einen schönen Samstag und bis morgen. Tschüss!